Grüß Gott zusammen. Wir haben noch viel vor, jetzt in den zwei Vorlesungsterminen vor Weihnachten. Es ist auch manches vielleicht nicht so ganz angenehme Detailarbeit, aber das, was wir damit erledigen werden, glaube ich, ist sehr, sehr nützlich. Wir haben jetzt also erst einmal die Betrachtung der Pseudo-Inversen abgeschlossen. Wir werden darauf wieder zurückkommen, wenn wir in der Lage sind, Eigenwerte und damit Singulärwerte zu berechnen, denn dann werden wir sehen, wir haben auf der Basis eine sehr explizite Darstellung für die Pseudo-Inverse und kehren jetzt nochmal zum Gauß-Verfahren zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, warum denn schon wieder Gauß-Verfahren? Da wissen wir doch schon alles drüber. Eine ganz wesentliche Sache wissen wir noch nicht, und um die soll es jetzt gehen. Und um uns dieser Problematik zu nähern, die, wie gesagt, in ihrer vollen Schönheit etwas Detailarbeit erfordert, fangen wir mit einem Spezialfall an, der nicht so schwierig ist, wo man sich aber erst mal fragen kann, naja, was hat man damit eigentlich erreicht? Also es geht jetzt erstmal noch gar nicht um dieses ganze vollständige Bild, was wir mit dem Gauß-Verfahren haben hinsichtlich der Frage der Lösbarkeit und der Lösungsmenge eines Gleichungssystems, sondern wir wollen uns nur auf den eindeutig lösbaren Fall konzentrieren. Das heißt also, wir haben ein quadratisches Gleichungssystem mit einer invertierbaren Matrix. Also in dem Falle schon mal sehr vereinfacht. Wir betrachten das Gleichungssystem ax gleich b, das also in dieser Situation für jede rechte Seite b eindeutig lösbar ist. Und wir schauen uns nochmal das Gauss-Verfahren an. Das Gauss-Verfahren, zur Erinnerung, transformiert in der Situation auf eine obere Dreiecksmatrix, auf eine quadratische obere Dreiecksmatrix, wo alle Diagonalelemente, Pivot-Elemente sind, also von Null verschieden sind. Der nachfolgende Schritt dann der Rückwärtssubstitution ist dann eben eindeutig lösbar. Okay, und jetzt machen wir noch eine. Wie war das nochmal mit der Gauss-Transformation, mit den Elementarumformungen? Wir hatten zwei wesentliche Schritte Arten von Schritten, die wir da durchgeführt haben. Das eine ist es, die jeweilige Bereinigung unter dem Diagonalelement durch Addition des entsprechenden Vielfachens dieser Pivotzeile zu den nachfolgenden Zeilen. Das hat aber vorausgesetzt, dass das Diagonalelement von Null verschieden ist. Das könnten wir jetzt in der Situation, das können wir nicht immer garantieren. Wir können durchaus schon im allerersten Schritt eine invertierbare Matrix haben und dennoch ist das Element A1, 1 gleich 0. Deswegen brauchen wir im Allgemeinen immer auch den Schritt der Zeilenvertauschung, die uns eben ein von Null verschiedenes Element an diese Pivotstelle bringt. Da hatten wir auch Kriterien formuliert, was vielleicht im Sinne des numerischen Rechnens eine gute Wahl wäre, wenn man zum Beispiel ein Element mit Betragsmaximum da nimmt. Wir wollen jetzt erst einmal die Situation dahingehend vereinfachen, dass wir sagen, wir betrachten das Gauss-Verfahren, aber wir gehen davon aus, dass es diese Zeilenvertauschung nie braucht. Im ersten Schritt kann man das noch beurteilen, da muss man nur auf die Matrix schauen. Und im ersten Schritt ist das vielleicht auch nicht schlimm, weil man dann sagt, na gut, dann haben wir halt das Gleichungssystem ein bisschen ungeschickt hingeschrieben, hätten was anderes als erste Zeile nehmen sollen. Für alle weiteren Schritte gilt das natürlich nicht. Insofern ist das jetzt etwas, was erstmal in der Luft hängt, wo wir nicht so wirklich wissen, meine Herren, wie weit das jetzt trägt. Wir haben kein Kriterium, was uns sagt, dass die und die Matrizen, die sind so, dass wir Gauss durchführen können, ohne Zeilenvertauschung machen zu müssen. Solche Kriterien gibt es auch. Es gibt auch welche, wo man Teilklassen, wo man das den Matrizen wirklich ansehen kann. Aber für uns ist das erstmal nur ein Zwischenschritt. Wir wollen in dieser vereinfachten Situation auf das Ergebnis kommen und dann in einem weiteren Schritt, für den wir aber noch Vorarbeiten leisten müssen, dann die allgemeine Situation betrachten. Das Ziel, worauf das Ganze hinauslaufen soll,
Und das kann ich ja schon mal ankündigen, dass Sie sozusagen auch eine Perspektive haben, worauf die vielen Rechnungen, die wir im Folgenden machen werden, abzielen. Also die Situation ist die, wir haben eine invertierbare quadratische Matrix. Und wir fragen uns, das wird nicht allgemein gelten, aber es wird eine Modifikation gelten, existiert eine obere Dreiecksmatrix die nennen wir R, so wie rechts, und eine untere Dreiecksmatrix, die nennen wir L, so wie links, von der können wir voraussetzen, so wird sich das ergeben, dass die normiert ist, also normiert heißt, alle Diagonalelemente sind gleich 1, dergestalt, ich die Matrix schreiben kann als L mal R. So etwas nennt man eben dann eine LR-Zerlegung. Das ist eine multiplikative Zerlegung einer Matrix in zwei einfachere Matrizen anscheinend. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Notation. Das ist sozusagen eine deutsche Notation, L wie links, R wie rechts. In einem englischsprachigen Lehrbuch würden Sie L und U finden. L für Lower und U für Upper. Und da heißt das Ganze dann auch nicht LR-Zerlegung, sondern LU-Decomposition. So, wir werden später sehen, das gilt allgemein nicht, das gilt eine Modifikation davon, die aber genauso nützlich ist. Und die Situation, die wir jetzt gerade anschauen, nämlich diese noch unbestimmte Situation, ich kann das Gauss-Verfahren durchführen, ohne dass ich Zeilenvertauschung machen muss, das ist genau die Situation, wo ich auf diese LR-Zerlegung komme. So, jetzt könnte man schon mal vermuten, zumindest könnte man vermuten, wo das R herkommt, wenn ich die ganze Zeit vom Gauss-Verfahren rede. Wo kommt das R her? Noch nie gesehen, dass beim Gauss-Verfahren irgendwie eine obere Dreiecksmatrix auftaucht. Völlig neue Erkenntnis. Okay, ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Wo das L herkommt, das müssen wir noch sehen. Der Punkt wird der sein, diese untere Dreiecksmatrix L, die berechnen wir sozusagen im Falle des Gauss-Verfahrens mit, ohne dass wir es bisher gemerkt haben. Wieso ist das nützlich, so eine LR-Zerlegung zu haben? Wieso ist es jetzt gut, eine LR-Zerlegung zu haben, wenn man ein Gleichungssystem lösen will? Völlig unabhängig von der rechten Seite und völlig unabhängig davon, ob man die rechte Seite eventuell beim Gauss-Verfahren mitbehandelt hat. Nehmen wir mal an, Sie führen das Gauss-Verfahren durch für eine rechte Seite und jetzt fällt Ihnen ein, dass Sie vielleicht noch eine andere rechte Seite auch haben wollen. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand blieb uns nichts anderes übrig, als die ganze Geschichte nochmal von vorn zu beginnen. Was kann man aber hier machen? Ich will AX gleich B lösen. Ne? Das ist ja offensichtlich damit äquivalent, dass LR mal X gleich B ist. Jetzt nenne ich dieses R mal X Y. Dann ist das also äquivalent mit zwei Gleichungssystemen, nämlich mit dem Gleichungssystem Ly gleich b und dann schließlich dem Gleichungssystem Rx gleich y. Jetzt habe ich aus einem Gleichungssystem zwei gemacht. Ist ja noch schlimmer geworden, oder? Oder ist das gut, was hier steht? Ist das leicht zu lösen? Nehmen wir an, ich habe diese beiden Matrizen L und R. Wieso sind diese beiden Gleichungssysteme leicht zu lösen, ja? In was bitte? Ja, also wir fangen hier an mit der unteren Dreiecksmatrix L, sozusagen die neue Unbekannte. Was machen wir hier? Wie heißt das Verfahren zur Lösung des Gleichungssystems? Ja?
Das ist die Vorwärtssubstitution. Und dann sind wir wieder das, was wir eh schon kennen, das obere Dreieck, da müssen wir noch eine Rückwärtssubstitution machen. Wir müssen also zwei Verfahren der Komplexität n Quadrat durchführen, was natürlich was ganz anderes ist, als nochmal das ganze Verfahren der Komplexität n hoch 3 zu machen. Ja? Das, was hier steht. Oder meinen Sie die Zeile hier? Ja, die Zeile setzt voraus, dass ich ein A habe, was eine LR-Zerlegung hat. Ich habe schon angekündigt, nicht jede invertierbare Matrix hat eine LR-Zerlegung. Wir werden später charakterisieren, welche das haben. Ich habe auch schon eine implizite Charakterisierung angekündigt, nämlich Gauss-Verfahren ohne Pivotisierung. Das nützt uns relativ wenig, denn um das zu überprüfen, müssten wir das Gauss-Verfahren ja durchführen, um zu sehen, ob wir immer auf ein Diagonalelement ungleich Null stoßen. Aber wenn wir die LR-Zerlegung haben, sehen wir, dass mit der LR-Zerlegung wir für jede rechte Seite das Gleichungssystem einfach lösen können. Also das ist ein extrem nützlicher, also Gauss-Verfahren ist LR-Zerlegung. Bisschen komplexer, als es jetzt da steht, deswegen unsere Voraussetzungen, aber schauen wir uns das mal an, wie wir jetzt diese untere Dreiecksmatrix L finden. Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen das Grundgemurmel einstellen, die Dame da oben zum Beispiel, dann könnten wir weitermachen und dann sehen, dass wir ja jetzt nur noch die Eliminationsschritte machen müssen, weil wir gesagt haben, Vertauschung braucht es nicht. Die Eliminationsschritte gruppieren wir sozusagen zusammen nach den Spalten. Das heißt, in der ersten Spalte haben wir n-1 zu machen, in der zweiten Spalte dann entsprechend n-2, bis wir zur vorletzten Spalte gekommen sind. Wir wissen schon, dass wir jeden einzelnen dieser Eliminationsschritte mit einer Elementarmatrix, als Multiplikation mit einer Elementarmatrix schreiben können. Das war eine Matrix, die gerade an der betreffenden Position diesen Faktor zu stehen hat, oder minus den Faktor zu stehen hat, mit dem wir die betreffende im ersten Schritt die erste Zeile und so weiter dann multiplizieren müssen, zu den nachfolgenden addieren müssen, um eben diese Elimination durchzuführen. Wenn wir diese, und das haben wir auch schon, glaube ich, erwähnt, wenn wir jetzt einfach mal diese Teilschritte zusammenfassen, das heißt die ersten n-1 Schritte, die dazu da sind, um die erste Spalte zu bereinigen, zusammenfassen, indem wir einfach diese Elementarmatrizen multiplizieren, dann entsteht eine neue Matrix und diese Matrix heißt hier L1. Ich will das jetzt nicht vorrechnen, da muss man einfach mal diese Elementarmatrizen miteinander multiplizieren, sondern ich will jetzt nur diskutieren, wie dieses L1 aussieht. Das heißt also, der erste Schritt oder die ersten n-1 Schritte, je nachdem wie man zählen möchte, besteht darin, dass man die Ausgangsmatrix A gleich A1 und die ausgangsrechte Seite, die behalten wir jetzt nochmal bei, später werden wir sehen, eben aufgrund dessen, was hier rauskommt, können wir eigentlich das B erstmal vergessen. B1 gleich B multiplizieren mit einer Matrix L1. Diese Matrix hat die folgende Gestalt. Das ist die Einheitsmatrix und die ist modifiziert in der ersten Spalte, das steht hier, dyadisches Produkt mit dem ersten Einheitsvektor. Und die Einträge, die diese Modifikation in der ersten Spalte bekommt, ist minus diese Zahlen hier. Das sind genau die Zahlen, mit der ich eben die betreffende erste Zeile im Eliminationsprozess multipliziere und zu den nachfolgenden Zeilen subtrahiere, um die Elimination zu machen. Zum Beispiel, wenn ich das Element A21 eliminieren will, multipliziere ich die erste Zeile erstmal mit 1 durch A11, bekomme also eine 1 an der Position 1, dann multipliziere ich mit A21, dann habe ich also den gewünschten Wert, den ich habe, und wenn ich jetzt abziehe, diese so modifizierte Zeile von der zweiten Zeile, führt das gerade dazu, dass der Eintrag A21 gleich 0 wird. Und für alle Nachfolgenden gilt das genauso.
Das heißt also, wir haben jetzt eine Matrix erreicht. Schauen wir uns erstmal die Gestalt dieser Matrix an. Wie sieht die aus? Das ist also eine Einheitsmatrix. Schauen wir nochmal hin, wie diese Matrix L1 aussieht. Das ist also eine Einheitsmatrix. Und in der ersten Spalte stehen hier unterhalb der Diagonale, denn das Diagonalelement ist ja hier 0, unterhalb der Diagonale gewisse Einträge. Und zwar hier in dem Falle minus A21 durch A11 und so weiter. Das ist also eine spezielle Art von Matrizen, die hier entsteht, also Matrizen, die nur in einer Spalte sich von der Einheitsmatrix unterscheiden. Und diese Matrizen bekommen einen Namen, die heißen Frobenius-Matrizen. Und die Voraussetzung, die wir jetzt gemacht haben, ist, wenn wir jetzt diesen Eliminationsprozess der ersten, für die erste Spalte betreffend durchführen, das heißt also hier in der Schreibweise dieses Produkt durchgeführt haben, zur modifizierten Koeffizientenmatrix und zur modifizierten rechten Seite, jetzt hier mit den Indizes 2 gekommen sind, dann ist unsere Voraussetzung, das Diagonalelement an der Position 2,2, was wir jetzt haben, ist ungleich 0. Wir müssen keine Zeilenvertauschung machen. Das ist natürlich etwas, was wir erstmal so a priori eben nicht überprüfen können. Das ist eine Lücke, die wir dann irgendwann schließen müssen. So, und so geht die Geschichte jetzt weiter. Die nächste Zeile, oder kann man sich zumindest denken, dass es so weitergeht. Wir haben ja im Prinzip zwei verschiedene Schreibweisen für das Gauss-Verfahren, sozusagen die elegante rekursive Schreibweise, wo wir immer wieder auf die kleineren Teilmatrizen, die mit Gauss-Eliminationsschritten weiterverarbeiten, oder aber eine Schreibweise, wo wir sagen, wir machen das alles auf die Gesamtmatrix, denn das, was wir schon mal erreicht haben, wird durch die neuen Eliminationsschritte nicht kaputt gemacht. Die Nullen, die wir in der ersten Spalte erreicht haben, werden nicht kaputt gemacht, wenn ich sozusagen den Eliminationsschritte, die sich um die zweite Spalte kümmern, auf die gesamte Zeile anwende und nicht nur auf die Zeilen der Teilmatrix. Dass das jetzt auch in dieser Schreibweise so ist, das muss man natürlich erstmal überprüfen. Ich will vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem Nachrechnen, weil man jetzt wirklich dann schon in die Details, in die Indexdetails einsteigen will, aber ein paar Sachen werden wir schon beweisen müssen. Also ist es jetzt, wenn man diesen ersten Schritt akzeptiert als richtig, dann ist es relativ naheliegend zu sagen, naja, der zweite Schritt, der funktioniert genauso. Der startet jetzt mit der modifizierten Matrix und der modifizierten rechten Seite, kümmert sich jetzt um die Elimination der Einträge in der zweiten Spalte unterhalb des Diagonalelements. Und da brauchen wir halt wieder entsprechende Multiplikatoren, nennen wir jetzt diese Zahlen, entsprechende Multiplikatoren, die mit Minus versehen eben dann in dem Falle jetzt die zweite Zeile bearbeiten und das wird sich dann hier in der zweiten Spalte entsprechend wiederfinden. Und so weiter. Jetzt wollen wir vielleicht doch mal für diesen einen Schritt nachrechnen. Und da das jetzt schon auf der Folie steht, muss ich das vielleicht nicht unbedingt anschreiben. Was ist jetzt die Problematik, das jetzt hier zu akzeptieren, was hier steht? Dass diese Multiplikation sozusagen den Eliminationsschritt macht, ich glaube, das ist einzusehen. Denn dieses Produkt ist eben gerade so gemacht, dass es den Eliminationsschritt macht. Was wir eben sicherstellen müssen, und insofern machen wir jetzt auch einen Schritt rigoros, den wir am Anfang noch gar nicht rigoros hatten, wo wir gesagt haben, naja, wir schauen einfach mal auf die Matrix und sehen ja, die Gauss-Eliminationsschritte, die machen das nicht mehr kaputt, was wir vorher erreicht haben. Wir müssen das gar nicht rekursiv schreiben. Das wollen wir jetzt einfach mal exakt nachrechnen. Das heißt also, wir müssen uns anschauen, diese neue Matrix hier, also unser potenzielles A3, wie sieht denn die erste Spalte davon aus?
Die erste Spalte muss gleich geblieben sein. Die muss einfach in der ersten Position seit das alte A11 bewahrt haben und alle anderen Nullen, die erzeugt worden sind, müssen Nullen bleiben. Also das wäre fatal, wenn wir die Nullen wieder kaputt machen würden, die wir einmal erzeugt haben. Also jetzt müssen wir uns diese Spalte anschauen. Und wir haben hier immer zwei Möglichkeiten in der Mathematik. Wir können denken und wir können rechnen. Und die Kunst ist, beides entsprechend geschickt zu kombinieren. Wenn man nur denkt, das ist zwar sehr schön, aber da kommt man vielleicht nicht ganz so weit. Und wenn man einen guten Kalkül hat, dann kann man auch mal eine Zeit rechnen, ohne zu denken. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir ja durchaus Dinge machen können, hier in der Vorlesung, in Übungsaufgaben, wo sozusagen die führenden Leute Ende des 19. Jahrhunderts sich richtig haben anstrengen müssen. Für uns sind das einfach kleine Rechnungen, weil wir den entsprechenden Kalkül inzwischen dafür entwickelt haben. Weil wir eben zum Beispiel so eine Transformation hier jetzt mit so einem Matrixprodukt schreiben. Also rechnen wir einfach mal. Wir schauen uns also jetzt hier die erste Spalte an. Das heißt, wir multiplizieren mit E1. Gut, A2E1, das ist einfach der Einheitsvektor mal 1,1. Das war das Ergebnis der ersten Transformation. So, das A1 wandert vor. Dann habe ich hier die Transformationsmatrix mit E1 zu multiplizieren. Dann bleibt hier von der Identität das E1 stehen und hiervon bleibt nichts stehen. Denn hier treffen im Skalarprodukt E2 und E1 aufeinander und das ist halt 0. Das heißt, die erste Spalte bleibt unverändert hier. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was mit der ersten und zweiten Zeile passiert. Die sollten ja auch unverändert bleiben. Die erste Zeile sowieso und die zweite Zeile ist ja unsere Bezugszeile, mit der wir dann eben die nachfolgenden Elemente in der zweiten Spalte unterhalb der Diagonalen dann eliminieren. Die Zeile anschauen heißt von links mit den Einheitsvektoren multiplizieren. Wir schreiben alles hin, was das bedeutet. Hier die Einheitsvektoren 1 und 2, hier die A2-Schlange-Matrix. Also jetzt muss ich schon die erweiterte Matrix nehmen, denn ich betrachte ja jetzt die Zeilen, dann muss ich die rechte Seite mit dazu nehmen. Hier habe ich meine Transformationsmatrix. Multipliziere die linken beiden Produkte aus und schaue mir mal diesen Ausdruck hier an. Was habe ich hier? Ich habe das M2, das hat erst Einträge ab der dritten Position und hier habe ich E1 und E2, die haben nur Einträge an der ersten und zweiten Position oder zweiten Position. Das heißt also, hier ist auch wieder das Skalarprodukt gleich 0. Den Anteil kann ich vergessen und es bleibt eben die betreffende Zeile der Matrix A2-Schlange übrig. Das heißt, zumindest für meinen zweiten Eliminationsschritt ist es genauso, wie ich es haben möchte. Ich eliminiere in der zweiten Spalte unterhalb der Diagonale, die erste Spalte bleibt unverändert und die erste und zweite Zeile bleibt unverändert. Und genau das müssen wir jetzt sozusagen für den Karten-Eliminationsschritt entsprechend nachrechnen. Was wir dann natürlich noch machen müssen, wo ich gesagt habe, aber das ist klar, weil das eben so gemacht ist, wir müssen nachweisen, dass hier wirklich auch die Elimination gemacht wird. Das heißt, dass wir in der zweiten Spalte ab der dritten Position, das ist genau das, was ich hier anschaue, eben nur Nullen entstehen. Wie gesagt, eigentlich müssten wir das jetzt für einen allgemeinen Karteniterationsschritt nachweisen, unter Voraussetzung, dass es für die Schritte davor schon gilt. Also in dem Sinne eine unvollständige Induktion machen. Vielleicht will ich uns das mal ersparen, sondern nur die Konsequenzen anschauen. Also dann glauben wir mal, dass das auch allgemein im Kartenschritt geht. Das ist im Prinzip analoge Rechnung mit den Transformationsmatrizen, so wie ich es jetzt gezeigt habe. Also was haben wir bis jetzt gesehen? Wir wissen, wenn ich mit einer invertierbaren Matrix starte, und ich aus irgendwelchen Gründen weiß, dass das Gauss-Verfahren ohne Zeilenvertauschung möglich ist. Was also bedeutet, bei all den Zwischenmatrizen, denen ich jetzt hier den Index oben i gegeben habe, also angefangen
Es muss natürlich schon für A gelten, dass das erste Diagonalelement von 0 verschieden ist und entsprechend muss die A2-Matrix an der zweiten Position etwas von 0 verschieden haben und so muss das bis n-1 weitergehen. Wenn ich also in dem Sinne diagonale Pivotwahl, nennt man das auch, ich wähle das Pivot-Element genau als den Diagonaleintrag, ich mache eben keine Vertauschung, dann formt das Gauss-Verfahren in ein äquivalentes Gleichungssystem mit oberer Dreiecksmatrix um. Gut, das wissen wir sowieso schon, aber die Umformung passiert dadurch, dass die Zwischenmatrizen und nach dem n-1. Schritt dann dementsprechend eben auch die Gesamtmatrix, das Endergebnis, die obere Dreiecksmatrix, dadurch entstehen, indem ich die vorherigen Matrizen mit AB beginnend mit einer gewissen Frobenius-Matrix multipliziere. Und diese Frobenius-Matrix hat gerade in der Eaton-Spalte unterhalb der Diagonale die Einträge der AI-Matrix geteilt durch das Diagonalelement. Diese Zahlen nennen wir, wie gesagt, Multiplikatoren. Jetzt kann man sagen, wunderschön, was soll's, was haben wir jetzt davon? Okay, schauen wir uns mal an, was wir davon haben. Also wie gesagt, sowas nennt man Frobenius-Matrix. Oder auch die Inversen dieser Matrix. Warum auch die Inversen Frobenius-Matrizen sind von Frobenius-Matrizen, das werden wir gleich sehen. Dass die Matrix invertierbar ist, sollte klar sein, denn erstens drückt sie ja nur einen umkehrbaren Schritt aus und zum anderen ist es eben ja wiederum eine untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonale. Also ganz sicher eine invertierbare Matrix, so eine Frobenius-Matrix. Untere oder obere Dreiecksmatrix. So wie wir es bisher gesehen haben, diese speziellen Frobenius-Matrizen. Wo bin ich jetzt? So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze im MATLAB-Code aussehen wird. Das haben Sie ja alles, oder diejenigen, die es gemacht haben, auch schon implementiert, auch schon komplexer implementiert, schon mit Pivot-Suche. Und jetzt schauen wir mal an, was hier passiert, was ich hier mache. Also, das Ganze kriegt eine Matrix A und soll eine untere und eine obere Dreiecksmatrix abliefern, anscheinend. Obere Dreiecksmatrix ist uns klar, was die sein soll. Wo kommt jetzt die untere Dreiecksmatrix her? Schauen wir uns mal an, was das Verfahren macht. Wir gehen also hier die einzelnen Zahlen durch, nehmen hier das inverse Diagonalelement, multiplizieren die betreffenden Zeileneinträge, das sind also genau die wir sozusagen auf Null bringen wollen, mit diesem Diagonalelement. Und dann machen wir den Eliminationsschritt für die Restmatrix, indem wir hier mit diesem Faktor, den wir hier gerade entwickelt haben, was wir Multiplikator genannt haben, die betreffende Zeile, Kartezeile multiplizieren und entsprechend von der Eaton-Zeile hier abziehen. Der einzige interessante Punkt ist jetzt diese Zeile hier. Und dann wird das eben gespeichert. Das heißt also, wir nehmen als rechte obere Dreiecksmatrix, nehmen wir das obere Dreieck aus der Matrix A raus und als unteres Dreieck, schon mit der Bedeutung, wie es hier steht, das müssen wir natürlich alles nachweisen, schon mit der Bedeutung, wie es hier steht, bauen wir eine Matrix auf, die besteht aus der Einheitsmatrix und bekommt als unteres Dreieck, als echtes unteres Dreieck, unterhalb der Diagonale, die Einträge, die auf A stehen. Ja, welche Einträge stehen denn auf A? Eigentlich stehen da ja gar keine mehr, denn da sind ja Nullen entstanden. Jetzt muss man unterscheiden zwischen der Matrix A oder der transformierten Matrix A, das ist ja unsere Matrix R, und sozusagen dem Speicherplatz A. Was haben wir mit dem Speicherplatz gemacht? Auf dem Speicherplatz, sozusagen genau auf den frei werdenden Positionen, haben wir genau diese Multiplikatoren gespeichert. Das heißt, die Originaleinträge geteilt durch das Diagonalelement. Wobei eben diese Matrix A, die ist sozusagen nur im ersten Durchlauf die Originalmatrix und danach ist es eben A2, A3, A4 und so weiter. Das heißt, die Behauptung ist die jetzt hier, wenn dieser Code richtig ist, ist also die Behauptung, die Einträge der unteren Dreiecksmatrix, die bekomme ich gerade als Multiplikatoren.
Die Zahlen, die meine Multiplikatoren sind, also mit der ich die jeweilige Zeile multiplizieren muss, um von den nachfolgenden Zeilen abzuziehen habe, die schreibe ich einfach auf die, die geben mir die Einträge unterhalb der Diagonale der Matrix L. Das ist die Behauptung. Das heißt also, wir rechnen diese untere Dreiecksmatrix schon erstens mit auf, ohne irgendeinen Zusatzaufwand, und zweitens, wir haben gleichzeitig auch noch freien Speicherplatz, wo wir die in der Matrix A unterbringen können. Die Diagonale der unteren Dreiecksmatrix müssen wir nicht speichern, die Diagonale besteht ja nur aus Einsen. Okay, also, wie kriegen wir das jetzt damit zusammen mit dem, was wir bisher gesehen haben? Wir haben also gesehen, nach dem n-1. Schritt sind wir bei der Matrix AN angelangt, das ist gerade die obere Dreiecksmatrix, und die ist also dadurch entstanden, indem wir diese n-1 Eliminationsschritte durchgeführt haben. Erst mit L1 multipliziert und so weiter. All diese Matrizen sind invertierbar und es sind alles untere Dreiecksmatrizen. Wir wissen also, auch ihre Inversen sind untere Dreiecksmatrizen und wir wissen auch, das Produkt der Inversen ist eine untere Dreiecksmatrix. Das heißt also, wir haben unsere Matrix L jetzt schon gefunden. Denn wenn ich jetzt in dieser Beziehung hier sozusagen all diese Matrizen auf die linke Seite bringe, indem ich mit dem Inversen multipliziere, oder ich kann auch mit dem Inversen des Produkts multiplizieren und dann das Invers des Produkts als Produkt der Inversen ausdrücken, wie dem auch sei, ich multipliziere auf diese Weise R von links mit einer Matrix, die diese Gestalt hat, Inverse von L1 und so weiter, bis Inverse von Ln-1. Die Reihenfolge ist jetzt umgekehrt, weil es immer so ist, wenn ich von einem Produkt eine Inverse bilde, dann kehrt sich die Reihenfolge um. Und ich sehe, dieses L mit der Begründung, die ich gerade gegeben habe, ist wiederum eine untere Dreiecksmatrix. Und offensichtlich habe ich genau das, was ich haben will, A gleich L mal R. Das einzige Problem, was jetzt noch besteht, ist, diese Inversen hier zu identifizieren und dieses Produkt auszurechnen. Und wirklich zu sehen, das ist so einfach, wie ich behauptet habe, diese Matrix L besteht spaltenweise unterhalb der Diagonalen einfach nur aus den Multiplikatoren. Also machen wir das. Zu diesem Zweck müssen wir uns erstmal die Inverse einer solchen Frobenius-Matrix ausrechnen. Und das ist ganz schlicht. Die Behauptung ist die, wenn ich eine Frobenius-Matrix dieser Gestalt habe, das heißt, ich habe die Einheitsmatrix und verändere die nur in der i-ten Spalte, ohne dass ich das Diagonalelement verändere, das heißt, ich habe xi gleich 0 hier, die Diagonalelemente sind durchgängig Einsen, dann kann ich, also dann weiß ich auf jeden Fall, die Matrix ist invertierbar natürlich, und dann kann ich die Inverse sofort ausrechnen und die sieht genauso aus wie die Matrix vorher, das Einzige, was sich ändert, ist das Vorzeichen. Das heißt also, die Nicht-Diagonal-Elemente bekommen einfach das gegenteilige Vorzeichen. Das ist alles. Das heißt also jetzt konkret für unsere Frobenius-Matrizen, die diese Gestalt haben, hier mit diesen Multiplikatoren-Vektoren, die sehen genauso aus, nun, dass hier nicht minus mi steht, sondern plus mi. Okay, rechnen wir das durch. Das ist jetzt mehr als einfach, dieser Beweis. Okay, also ich begründe es nicht nochmal, also das habe ich jetzt wirklich schon 1024 Mal begründet. Wie zeige ich, dass eine Matrix XEI, das ist ja sozusagen mein Kandidat, inverse ist? Ich multipliziere einfach die Matrix mit der Matrix, von der ich behaupte, dass sie inverse ist und zeige, dass dieses Produkt
gleich die Einheitsmatrix ist. Und hier habe ich jetzt schon das dyadische Produkt entsprechend aufgelöst. Das heißt, ich muss einfach nur diese zwei Faktoren ausmultiplizieren und dann habe ich 1 plus x EI transponiert minus x EI transponiert. Das hebt sich anscheinend weg. Und dann kommt noch ein Term, wo ich die beiden rechten Faktoren miteinander multipliziere. X EI transponiert. Ich muss einfach nur abschreiben. X EI transponiert. Das heißt, in der Mitte habe ich ein Skalarprodukt zu stehen. In dem Skalarprodukt wird aus dem Vektor x die ith Position rausgepickt. Die ith Position ist aber 0. Das heißt, hier steht eine 0. Hier steht eine 0. Bleibt also hier anscheinend nur die Einheitsmatrix übrig. Das heißt also von seiner Frobenius-Matrix, sofern auf der es ist nicht notwendig, dass die alle, in unserem Falle stehen die Einträge alle unterhalb der Diagonale, ist aber nicht notwendig. Die können auch oberhalb stehen, die können auch gemischt stehen. Wichtig ist, dass wir auf der Diagonale nichts verändern, dass wir auf der Diagonale sozusagen die 1 lassen oder in dieser Schreibweise, dass das xi gleich 0 ist. Okay. Das kann man verallgemeinern, das wollen wir uns aber jetzt nicht anschauen. Wie ist also jetzt die Situation? Das war unsere ursprüngliche Gesamttransformation. Diese Matrix nenne ich mal hier L-Schlange. Von dieser Matrix müssen wir uns die inverse Matrix anschauen. Das heißt also, was passiert? Jeder Faktor bekommt seine Inverse und die Reihenfolge wird umgekehrt. Gut, wie die Inversen aussehen, haben wir inzwischen gesehen. Die sehen genauso aus, nur dass die x ihr Vorzeichen wechseln. Aus dem minus x1 wird plus x1 und so weiter und die Position ändert sich. Das heißt, die Inverse dieser Matrix, also unser potenzielles L, oder nicht nur unser potenzielles L, unser L in der LR-Zerlegung, was wir noch nicht kennen, hat einfach diese Gestalt. Es ist ein ganz spezielles Produkt solcher Frobenius-Matrizen. Wobei es jetzt hier mit der Matrix, oder von, je nachdem, wie man es jetzt liest, wenn man von links liest, hier mit E1 losgeht, oder wenn man es als Abbildung liest, eben mit dem EM losgeht. Also diese Reihenfolge ist an der Stelle jetzt wichtig. Und die Behauptung ist die, eine Matrix dieser Bauart, ganz egal, wie diese Vektoren XI aussehen, Hauptsache, jetzt kommt ein bisschen mehr als das Diagonalelement ins Spiel. Hauptsache, diese Vektoren sind so, dass sie bis zur Diagonale einschließlich Nullen haben. Also das ist unsere Situation. Die Einträge in den MI, das wären ja unsere XI, in den MI sitzen alle auf den Positionen echt unterhalb der Diagonale. Das geht jetzt hier ein, ist aber erfüllt für unsere Anwendung. Und hier steht jetzt das Produkt. Kann mir jemand beschreiben, wie diese Matrix aussieht? Das ist eine obere Dreiecksmatrix, das ist eine untere Dreiecksmatrix. Was steht auf der Diagonale, was steht in den Spalten? Kann man das jetzt ablesen da? Vielleicht sagen Sie mir mal, was in der ersten Spalte steht. Ja? Reden Sie jetzt von der Summe oder von der Gesamtmatrix? Von der Summe. Für die Summe stimmt das und jetzt für die Gesamtmatrix? Genau. Das heißt also, wir haben erstmal hier die Einheitsmatrix, das ist klar. Und dann kommen also hier noch Matrizen dazu. Jeder dieser Matrizen hat nur in einer Spalte Einträge, nämlich in der J-Spalte. Und das sind eben gerade die Werte xj, von denen hatten wir ja gesagt, die sind nur von 0 verschieden unterhalb der Diagonale. Es ist also nur der Vektor x. Das heißt also, diese Matrix, die hier steht, ist also eine untere Dreiecksmatrix, eine normierte untere Dreiecksmatrix mit Werten 1 auf der Diagonale und in der Ithenspalte unterhalb der Diagonale steht genau der Vektor xi, also genau wie behauptet. Das heißt, wir müssen bloß noch diese letzte Identität hier nachrechnen. Dann tun wir das doch mal.
Das machen wir mit vollständiger Induktion, ist auch eine eher einfache Rechnung. Also vollständige Induktion, m gleich 1, würde ich sagen, ist okay. M gleich 1, naja, dann ist eben nur ein Faktor da und dann wird die Darstellung trivial. Und jetzt müssen wir den Schritt von m nach m plus 1 machen, den Induktionsschritt. Das heißt also, wir beginnen jetzt mit einem Produkt aus m plus 1 Faktoren, eben 1 plus xi dyadisch ei. Dieses Produkt kann ich natürlich schreiben in das Produkt der ersten m-Faktoren und den letzten m plus 1. Und für die ersten m kann ich die Induktionsvoraussetzung anwenden. Die Induktionsvoraussetzung sagt mir also, da steht das Gleiche wie 1 plus Summe der xi, ich schreibe es jetzt mal in der schon aufgelösten Form, damit wir besser ausmultiplizieren können, ei transponiert. Und das muss ich jetzt multiplizieren mit dem letzten Faktor, nämlich den 1 plus xm plus 1 em plus 1 transponiert. So, jetzt bin ich wieder ähnlich weit wie davor. Ich muss einfach ein Produkt ausmultiplizieren. Tun wir das mal, das ist 1, die Einheitsmatrix mit der 1. Dann bekommen wir diese Summe und den m plus 1 Summanden auch nochmal mit der 1. Das heißt, insgesamt bekommen wir die Summe, die wir haben wollen. Und dann bekommen wir noch einen zusätzlichen Term. Und von diesem zusätzlichen Term müssen wir eben sehen, dass er 0 ist. Dieser zusätzliche Term entsteht dadurch, dass die beiden rechten Summanden aufeinandertreffen. Also ich habe Summe bis m über die xi, ups, das ist ein i hier, ei transponiert. Das wäre also der Anteil. Und jetzt kommt noch der hier, xm plus 1 em plus 1 transponiert. Jetzt habe ich keine Klammern geschrieben, denn in einem Matrixprodukt kann ich ja beliebig umklammern. Und jetzt setze ich die Klammern mal so, dann sehe ich nämlich in der Mitte habe ich jetzt ein Skalarprodukt zu stehen, also eine reelle Zahl. Aber wie sieht die reelle Zahl aus? Ich nehme aus dem xm plus 1 einen Vektor, der aber erst ab der Position m plus 2 Einträge hat. Muss ich mal schauen. Der erst an der Position m plus 2 Einträge hat. Nehme ich die mte Komponente heraus. Das heißt also, hier steht immer eine 0. Das heißt also, ich habe die Behauptung. Das kommt raus. Ja. Und damit sind wir eigentlich für diesen einfachen Fall schon am Ende der Geschichte. Wir fassen nochmal zusammen, was wir jetzt gesehen haben, ist wir fassen nochmal zusammen, wenn ich das Gauss-Verfahren ohne Zeilenvertauschung durchführen kann, wenn das so durchführbar ist, was ich a priori natürlich nicht weiß, dann liefert mir das Gauss-Verfahren eine LR-Zerlegung der Matrix. Das obere Dreieck ist einfach die ente-transformierte Matrix, die rauskommt, das ist nichts Neues. Und das untere Dreieck ist eine normierte untere Dreiecksmatrix, wo die ite Spalte gerade die Spalte der Multiplikatoren ist. Das heißt, wenn ich die Multiplikatoren auf den frei werdenden, auf den Nullplätzen, die ich da schaffe, speichere, kann ich die gesamte LR-Zerlegung auf den ursprünglichen Plätzen der Matrix abspeichern. Okay, also was wir da im Algorithmus gemacht haben, ist völlig richtig. Wir haben die Multiplikatoren
an genau den richtigen Stellen abgespeichert und haben damit letztendlich in der Form, wie wir es dort gemacht haben, schon die normierte untere Dreiecksmatrix bestimmt. Die Konsequenzen für die Lösung des Gleichungssystems haben wir uns schon angeschaut. Jetzt kann man noch überlegen, wie sieht das denn aus mit der Eindeutigkeit? Eine solche LR-Zerlegung einer Matrix ist eindeutig. Das will ich jetzt nicht vorrechnen, das ist ein relativ einfacher Beweis. Das liegt an der Normiertheit der Matrix, an der Normiertheit der unteren Dreiecksmatrix. Wenn wir diese Normiertheit nicht fordern würden, dann wäre die LR-Zerlegung nicht eindeutig. Was könnte man nämlich dann machen? Wie kann man dann eine LR-Zerlegung immer modifizieren und zu einer neuen LR-Zerlegung kommen? Ja? Man könnte einen skalaren Faktor sozusagen von der R-Matrix in die L-Matrix rüberschieben. Das könnte man machen. Man teilt R durch einen Faktor und multipliziert L entsprechend mit einem Faktor. Das wäre eine einfache Variante. Oder die gleiche Idee ausgebaut ist, man kann sozusagen die Diagonalelemente modifizieren. Also man könnte sagen, ich möchte jetzt bei der L-Matrix oder bei der R-Matrix irgendwelche Diagonalelemente haben. Die müssen natürlich alle von Null verschieden sein, die müssen immer von Null verschieden sein, sonst könnten diese Matrizen nicht invertierbar sein und ihr Produkt könnte nicht invertierbar sein. Und dann muss eben die andere Matrix das ausgleichen. Oder mehr in Matrizenschreibweise gesprochen, ich kann immer in dieses Produkt eine Diagonalmatrix dazwischen schieben, mal ihre Inverse und kann auf diese Weise das hin und her verteilen. Aber wenn ich mich einmal für eine Normierung entschieden habe, die könnte natürlich auch auf der R-Matrix liegen, was sie jetzt hier nicht tut, dann mache ich dadurch die Darstellung eindeutig. Also ich möchte jetzt noch ein paar eher kursorische Bemerkungen machen, wie man das jetzt vielleicht ausdehnen könnte, auch auf den Fall von den allgemeinen Fall von rechteckigen Matrizen, wo wir eben keine Eindeutigkeit haben, wo wir gegebenenfalls Nichtlösbarkeit oder einen ganzen affinen Lösungsraum haben. Alles natürlich immer noch weiterhin unter dieser Voraussetzung, Pivot-Suche ist nicht nötig, Zeilentausch ist nicht nötig. Das ist etwas, da müssen wir uns dann erstmal mit dem beschäftigen, was hinter einem Tausch steckt. Also wir müssen uns mit Permutationen beschäftigen, bevor wir diesen allgemeinen Schritt vollziehen können. Wenn wir jetzt in unserer Situation, bisher war es ja so, invertierbare quadratische Matrix, da gibt es eben genau eine Lösung. Sowohl die L-Matrix als auch die R-Matrix sind invertierbar, müssen invertierbar sein, sonst kann Ihr Produkt ja gar nicht eine invertierbare Matrix ergeben. Wenn wir jetzt eine allgemeine N-Matrix haben, dann ist das ein bisschen anders. Da haben wir auf der einen Seite die Transformationsschritte. Die Transformationsschritte sind umkehrbar. Das heißt, sie werden durch invertierbare Matrizen dargestellt. Wenn wir diese invertierbaren Matrizen jetzt zu diesen größeren Einheiten der Frobenius-Matrizen zusammenfassen, bleiben das weiterhin invertierbare Matrizen. Nur das, was am Schluss entsteht, die rechte obere Dreiecksmatrix, das ist weiterhin eine rechteckige Matrix. In dieser rechten oberen Dreiecksmatrix steckt sozusagen die ganze Lösungsstruktur drin. Da steckt drin, dass das Gleichungssystem für eine spezielle transformierte rechte Seite nicht lösbar ist, wenn nämlich Nullzeilen entstehen, die nicht den Null-Einträgen der rechten Seite entsprechen. Da steckt auch die Nichteindeutigkeit drin, wenn wir gewisse Pivot-Elemente nicht besetzt haben und so weiter. Also insofern haben jetzt diese beiden Matrizen unterschiedlichen Charakter. Wenn man sich das jetzt nochmal überlegt, was wir gemacht haben, ändert sich eigentlich gar nicht viel. Diese L-Matrix, die letztendlich insgesamt entsteht, ist weiterhin eine quadratische Matrix, jetzt eine M-Kreuz-M-Matrix. Wird ja sozusagen von links auf das A losgelassen und die soll ja dann auch mit dem R multipliziert werden, was eine MN-Matrix ist. Die ist weiterhin, hat weiterhin diese Einsen auf der Diagonale, weil sie eben dadurch entsteht, dass an einigen Spalten
Multiplikatoren eingefüllt werden. Es werden aber jetzt eben nicht mehr in allen Spalten Multiplikatoren eingefüllt. Denn im allgemeinen Fall kann es ja sein, dass wenn wir sozusagen von Spalte zu Spalte weiterrücken, wir zu Spalten kommen, wo wir gar nichts mehr eliminieren müssen. Wo wir eine Stufenbreite größer als, ich weiß nicht, wie wir gezählt haben, 0 oder 1, je nachdem, wie wir gezählt haben, wo es eben nicht sofort aufs nächste Pivot-Element geht, sondern so ein bisschen eine größere Stufe kommt, dann ist erstmal einige Spalten nichts zu tun. Und das spiegelt sich dann hier einfach in entsprechenden sozusagen Nichts-Tu-Spalten wieder. Dann reduziert sich eben die Frobenius-Matrix auf die Einheitsmatrix und bringt halt hier nur Nullen ein. Das ist die einzige Modifikation, die man machen muss, und dann hat man wieder die gleiche Zerlegung. Und im Prinzip kann man dann auch, also das, was jetzt hier steht, das sind genau die Positionen, wo die Pivot-Elemente, die nicht null Pivot-Elemente sind. Das ist das, was wir ursprünglich mal mit J1, J2 und so weiter bezeichnet haben. Man kann das noch weiter treiben in Richtung Gauss-Jordan-Zerlegung. Das will ich jetzt nicht machen, sondern vielleicht nur noch mal so ein paar Beispiele anschauen, wie das aussehen könnte. Wenn wir zum Beispiel in so einer Situation sind, einer Matrix, die so aussieht, einer breiten Matrix mit weniger Zeilen als Spalten, aber trotzdem vollen Zeilenrang. Das heißt, wir sind in der immer lösbaren Situation, nicht notwendigerweise eindeutig lösbaren Situation, dann sieht die R-Matrix so aus. Diese Doppelkreuze bedeuten jetzt die Elemente, die auf jeden Fall von Null verschieden sind, die Pivot-Elemente. Die Sterne bedeuten irgendwas, das kann Null oder ungleich Null sein. Und die Pünktchen heißt immer nur, diese Struktur wird fortgesetzt. Wir sehen also hier das untere Dreieck. Das ist die Struktur, die wir schon kennen, die rauskommt, die dann sagt, wir können hier Freiheitsgrade wählen. Wir haben jetzt wirklich die Staffelform und nicht die allgemeine Zahlenstufenform, weil wir es eben nicht zerpflücken mussten. Und dann geht es nach Wahl der Freiheitsgrade dann geordnet nach oben durch. Und die L-Matrix, das ist dann in dem Fall eine invertierbare Matrix. Wenn wir gerade die umgekehrte Situation haben, wenn wir eine schlanke Matrix haben, wenn wir mehr Zeilen haben als Spalten, mit vollem Spaltenrang, das heißt, wir haben die eindeutige Situation, aber nicht notwendigerweise die immer lösbare Situation, dann spiegelt sich das in unserer R-Matrix hier wieder. Wir haben hier null Zeilen, die sind eventuell in Konflikt mit der rechten Seite, also wir sind uns nicht sicher, ob das immer lösbar ist. Aber wenn es lösbar ist, dann geht es dann hier sozusagen eindeutig nach oben durch die Rückwärtssubstitution. Und die L-Matrix, das ist jetzt eine große M-Kreuz-M-Matrix, die hat aber nur N-Spalten unterhalb der Diagonale mit den Multiplikatoren besetzt. Ansonsten hat sie da die Null-Einträge. Und die Überlegung ist jetzt wieder genau die gleiche, die wir schon angestellt haben. Wie können wir jetzt den allgemeinen Lösungsraum aufbauen? Wir starten wieder mit dieser Zeile, die ich schon an die Tafel geschrieben habe. Das heißt, wir müssen uns um diese beiden Gleichungssysteme kümmern. Das Gleichungssystem, was durch das L definiert wird, das ist immer ein eindeutig lösbares Gleichungssystem. Und dann die reduzierte Situation, die wir schon kennen und wo dann die Frage nach der Lösbarkeit kommt und dann eben nach dem gesamten Lösungsraum. Also hier steht nochmal das, was wir da schon alles kennen. Also erstmal, das ist sozusagen, wenn man so will, ist das jetzt einfach nur eine andere Schreibweise für das Mittransformieren des Bs. Wir haben eben nicht, als wir das L noch nicht kannten, haben wir eben dieses Gleichungssystem nicht gelöst, aber wir haben das B mittransformiert und auf diese Weise haben wir eben schon diese modifizierte rechte Seite Y berechnet, oder B', wie wir es damals genannt haben, und haben dann schon dann dieses Gleichungssystem in der oberen Dreiecksmatrix haben wir bezüglich Lösbarkeit und bezüglich Darstellung des Lösungsraums haben wir ja schon hinlänglich diskutiert. Okay. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, das ist ja wunderschön, diese LR-Zerlegung. Wie ist das denn? Jetzt haben wir auch gesehen, die Pseudo-Inverse,
ist vielleicht was Wichtiges, können wir mit der LR-Zerlegung die Pseudoinverse ausrechnen? Und das ist jetzt, da gibt es jetzt eine sehr enttäuschende Antwort, die heißt ganz einfach nein. Denn wo steckt das Problem? Das Problem ist nicht die Pseudoinverse von einer, wie ist es denn mit der Berechnung der Pseudoinversen von L? Können wir das? Geben Sie mir mal die Pseudoinverse von L an. Genau, ist L hoch minus 1. R ist im Allgemeinen keine invertierbare Matrix, aber auch da können wir einfach die Pseudoinverse angeben. Das Problem, was wir haben, ist, dass im Allgemeinen eben diese Situation nicht gilt. Wir können nicht, wie wir es bei der Inversen gewohnt sind, oder beim Transponieren, die Pseudoinverse eines Produktes auf diese Weise auf das Produkt der Pseudoinversen zurückführen. Das ist schlichtweg falsch. Das ist sogar falsch, wie wir gesehen haben, wenn eine der Matrizen invertierbar ist. Es ist dann richtig, das hatten wir auch gesehen, wenn eine der Matrizen orthogonal ist. Das heißt also, schon allein aus diesem Grund stellt sich die Frage, das wollen wir auf jeden Fall haben. Obere Dreiecksgestalt wollen wir haben, weil das am Schluss das Gleichungssystem gibt, was wir einfach lösen können. Aber vielleicht können wir andere Transformationen nehmen. Vielleicht müssen unsere Transformationen eben keine Gauss-Transformationen sein, die dann in diesen Frobenius-Matrizen resultieren, also die dann insbesondere in nicht-orthogonalen Matrizen resultieren. Vielleicht können wir auch orthogonale Transformationen machen. Vielleicht können wir irgendwie den Raum spiegeln, sodass wir nicht Nullelemente auf Nullelemente dadurch abbilden. Das würde dann nicht auf eine LR-Zerlegung führen, sondern auf eine QR-Zerlegung. Q für eine orthogonale Transformation, was eine ganze Reihe Vorteile mit sich bringt, insbesondere den Vorteil, dass man dann die Pseudoinverse eben aus der Zerlegung sofort berechnen könnte. Aber da werden wir nochmal drauf zurückgehen. Also das ist ein guter Grund, dass man nicht nur LR-Zerlegungen haben wollen, sondern eben auch QR-Zerlegungen. Q wie Q gleich orthogonal, R gleich obere Dreiecksmatrix. So, jetzt hatte ich ja schon gesagt, wenn wir das jetzt auf den allgemeinen Fall erweitern wollen, dann müssen wir natürlich auch die Situation der Zeilenvertauschung behandeln können. Das heißt, wir müssen uns jetzt allgemein mit Permutationen beschäftigen. Das ist etwas, was wir auch in anderem Zusammenhang jetzt brauchen. Eine Permutation, ich nehme an, die meisten von Ihnen haben den Begriff schon mal irgendwie gehört. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Wir haben n Objekte, die schreiben wir einfach mal der Einfachheit halber als Zahlen 1 bis n. Und eine Permutation ist einfach eine Bijektion auf diesen n Objekten. Das heißt also eine andere Reihenfolge dieser n Objekte. Um das ein bisschen suggestiv zu schreiben, schreiben wir das in der Form, in der ersten Zeile stehen die Argumente 1 bis n, in der zweiten Zeile direkt darunter stehen die Bilder Sigma 1 bis Sigma n und wir schreiben jetzt diese Permutationen mit kleinen griechischen Buchstaben so um Sigma herum. Okay, was wissen wir? Wenn eine Abbildung bijektiv ist, ist auch ihre Umkehrabbildung bijektiv. Das heißt, auch die Umkehrabbildung ist eine Permutation. Das ist eben genau die Permutation, die wiederum die durchgeführte Permutation aufhebt. Und wir fassen erstmal diese Permutationen zusammen zu einer Menge, die nennen wir Groß Sigma n. N eben für die Anzahl der Elemente. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. N gleich 1, da gibt es nicht so schrecklich viel, da gibt es nur die Identität. N gleich 2, da können wir die Elemente so lassen, wie sie sind, Identität, oder wir vertauschen sie. Und so eine Vertauschung, so eine spezielle Permutation, die nur aus der Vertauschung, durch die Vertauschung zweier Elemente entsteht und alle anderen festhält, die schreiben wir in der Form Sigma 1, 2. Also hier steht, das Element 1 wird mit dem Element 2 vertauscht. Gut, hier gibt es keine anderen Elemente. Anscheinend sind das alle, die es hier für n gleich 2 gibt. Für n gleich 3 ist das schon ein bisschen anders. Da gibt es die Identität, da gibt es die Möglichkeit, 1 und 2 zu vertauschen. Die 3 bleibt dann fest.
1 und 3 zu vertauschen, die 2 bleibt fest, 2 und 3 zu vertauschen, die 1 bleibt dann fest. Und dann diese Permutation, diese zwei Permutationen, die ein bisschen komplizierter sind, wo die 1 auf die 2, die 2 auf die 3, die 3 auf die 1, die 3 auf die 1, also in diesem Sinne eine zyklische Gestalt haben. Und analog hier, die 1 auf die 3, die 3 auf die 2 und die 2 auf die 1. Okay, hier haben wir 1, hier haben wir 2, hier haben wir 3, hier haben wir 6 Möglichkeiten. Das gibt einen gewissen Verdacht, wie viele Permutationen es gibt. Ja? N-Fakultät. Das müssten wir natürlich zeigen. Vielleicht haben Sie das sich auch mal schon in der Schule überlegt. Diese Bezeichnung habe ich schon eingeführt. Dazu ein anderes Wort für Vertauschung, was ich manchmal benutze, ist auch Transposition. Das sind also ganz spezielle Permutationen und wir werden sehen, das sind in gewisser Weise Bausteine, aus denen wir die Permutationen aufbauen können. So, jetzt was für eine Struktur hat die Menge der Permutationen? Das ist so ähnlich wie eine Frage im Zusammenhang mit dem Isomorphismen. Wir haben ja gesehen, Isomorphismen kann man schlecht addieren, oder kann man natürlich addieren, aber man kann nicht erwarten, dass wieder ein Isomorphismus rauskommt, denn a plus minus a ist halt 0. Aber man kann sie gut hintereinander ausführen und das Produkt zweier Isomorphismen ist ein Isomorphismus. Und hier haben wir ja sowieso nur die, von Linearität ist ja hier nicht die Rede, wir haben nur die Bijektivität. Das heißt, das Produkt zweier Permutationen ist natürlich eine Permutation. Und diese Komposition für die Inverse gilt das, was halt immer für die Inverse von Umkehrabbildungen gilt. Und die Eigenschaft, die diese, wir haben also jetzt eine innere Verknüpfung definiert auf der Menge der Permutationen, die hat die Eigenschaften, die die Komposition mit sich bringt. Nämlich Assoziativität, keine Kommutativität, die Existenz eines neutralen Elements, nämlich die Identität, und die Existenz von inversen Elementen. Das sind sozusagen unsere Rechenstrukturen, wie wir sie zum Beispiel von den ganzen Zahlen her kennen, nur dass wir nicht vertauschen dürfen. Sowas werden wir später abstrakt eine Gruppe nennen, genauer gesagt eben eine nicht-kommutative Gruppe. Deswegen heißt das ganze Ding hier auch die symmetrische Gruppe. Muss uns jetzt noch nicht interessieren, ist einfach ein Name. Symmetrische Gruppe ist einfach ein Name für dieses Sigma N mit der Verknüpfung der Komposition. Gut, jetzt hatten wir schon festgestellt, es gibt N-Fakultät, Elemente in dieser Gruppe, das wird also ganz schnell gewaltig groß. Hat jemand eine Vorstellung, wie groß ungefähr 70 Fakultät ist? Ja? Wissen Sie auch, wie sich das mit Googleplex vergleicht? Nicht ganz, aber es ist... Was ist ein Google? Das wäre 10 hoch? 10 hoch 50 nach meiner Erinnerung, oder? Oder 10 hoch 100, ja. Sie haben recht, also 10 hoch 100, genau. Ja, es ist sogar größer, ist etwas größer als ein Google. Also man kann schon mit 70 Gegenständen, und wir sind ja hier ein bisschen mehr als 70, Gott sei Dank, also wir könnten hier schon ziemlich große Zahlen produzieren. Aber es wird natürlich auch seine Zeit dauern, bis wir die alle Möglichkeiten jetzt dann realisiert haben. Also das machen wir jetzt nicht, sondern weiß ich nicht. Ich möchte nicht fast den Beweis überspringen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, das sind Dinge, die man vielleicht schon aus der Schule kennt. Was wichtiger für uns jetzt ist, das ist auch für uns wichtig, das heißt eben, das ist aber eher sozusagen ein Ausrufezeichen, was uns sagt, vorsichtig mit solchen Dingen. Also wir können nicht einfach sagen, jetzt probieren wir mal alle Permutationen durch. Das ist in algorithmischer Hinsicht ist das ein No-Go. Was für uns jetzt wichtig ist, ist diese Abbildung hier. Wenn ich mir ein festes Element vorgebe, also ein festes Sigma aus der symmetrischen Gruppe,
dann kann ich eine Abbildung von Sigma n nach Sigma n definieren, indem ich einfach ein beliebiges Element tau hinterher schalte. Dann ist das, bin ich natürlich wieder in Sigma n, also es ist eine wohldefinierte Abbildung und das ist auch eine Bijektion. Das werden wir jetzt des Öfteren verwenden, denn ich kann das ja einfach wieder umkehren, indem ich dann nochmal mit Sigma minus 1 komponiere das Ganze. Das wäre dann die Umkehrabbildung. So, okay, jetzt soweit zu den Permutationen. Und jetzt wollen wir zur Aktion, nämlich, wir haben ja gesehen, Aktionen, die wir auf Matrizen ausführen, zum Beispiel, die können wir als lineare Abbildungen auf den Zeilen oder auf den Spalten interpretieren. Das hatten wir mit den Elementarmatrizen gesehen. Und wir hatten für die Vertauschung, für diese spezielle Permutation, hatten wir die zugehörige Elementarmatrix auch schon gesehen, die einfach durch die Vertauschung der beiden Zeilen in der Einheitsmatrix entsteht. Genau die gleiche analoge Bildung wollen wir jetzt für allgemeine Permutationen machen. Und da muss man jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Die Transpositionen, und da muss ich auch immer aufpassen, damit ich da keinen Fehler mache, damit ich nicht Sigma mit Sigma minus 1 verwechsle. Das Schöne ist, das kann bei der Transposition nicht passieren. Wieso? Wieso kann mir das bei der Transposition nicht passieren, dass ich Sigma mit Sigma minus 1 verwechsle? Ja. Vielleicht meinen Sie das Richtige, aber Sie, wie kehre ich denn, wenn ich zwei Elemente vertausche, sagen wir mal K und L, durch welche Aktion mache ich das wieder rückgängig? Genau, also für eine Transposition ist ihre eigene Inverse. Und insofern macht das da kein Problem, wenn ich da durcheinander komme, ob ich die Permutation meine oder die inverse Permutation meine. Im Allgemeinen gibt es da einen feinen Unterschied, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Okay, wir definieren jetzt mal die Permutationsmatrix zu einer Permutation. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus. Und zwar mache ich Folgendes. Ich betrachte die inverse Permutation Sigma hoch minus 1. Und in die erste, ich mache also eine spezielle Permutation der Zeilen der Einheitsmatrix, also hier stehen die Zeilen der Einheitsmatrix, nur in anderer Reihenfolge, und die Reihenfolge wird durch Sigma hoch minus 1 definiert. Das heißt also, was bedeutet das? Das bedeutet, die Zeile, die ursprünglich den Index Sigma 1 hatte, die wandert eben durch Sigma hoch minus 1 in die erste Position und so weiter. Schauen wir uns das mal an in den Beispielen. Sigma 1, 2, Vertauschung der ersten Spalte. Das heißt also, die zweite Zeile ist jetzt an der Position 1 und die erste ist an der Position, die erste ist an der Position 2 und die zweite ist an der Position 1. Es sind einfach getauscht worden, das ist die Elementarmatrix, die wir schon kennen. Und für eine etwas allgemeinere, zum Beispiel diese hier, die eben zyklisch weiter vertauscht oder zyklisch zurück vertauscht, lesen wir es mal von hinten, n geht auf n minus 1, n minus 1 geht auf n minus 2 und so weiter, 2 geht auf 1 und schließlich 1 geht dann auf n. Dann habe ich also die zweite Zeile an der ersten Position und so weiter und so weiter, die n-te Zeile an der n-1. Position und schließlich die erste Zeile an der n-ten Position. Warum jetzt diese etwas seltsame, schwierige Definition? Das liegt daran, dass diese Permutationsmatrix eine ganz spezielle Sache machen soll. Und das werden wir jetzt sehen, was die jetzt anstellt. Wir schauen uns jetzt erstmal vielleicht an, wie die Abbildung aussieht, was die Abbildung macht. Das heißt, worauf wird jetzt der Karte Einheitsvektor abgebildet? Da muss ich also diese Skalarprodukte mir anschauen.
Also ich muss mir die Skalarprodukte zwischen EK und E Sigma hoch minus 1 L, sagen wir mal, anschauen. Das heißt also, hier bekomme ich genau an der Position eine 1, wo Sigma hoch minus 1 L gleich K ist, beziehungsweise äquivalent, wo L gleich Sigma K ist. Das heißt also, L gleich Sigma K heißt, ich bin hier in der E-Elten-Zeile hier. Das heißt also, ich bekomme hier gerade die Position EL. Moment, das bin ich ein bisschen. Das ist ein Druckfehler. Das ist ein Unsinn. Moment, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Jetzt muss ich selber mal nachschauen, was vielleicht richtig ist hier. Okay, ja, das passt schon. Das passt schon, ja. Wir müssen das bloß wieder interpretieren. Was ist EL? EL ist also Sigma K. Das heißt also, die Kartespalte wird auf die Sigma-Kartespalte abgebildet. Das heißt, in Spalten jetzt gesehen, in Zeilen ist es ein bisschen kompliziert, aber in Spalten gesehen macht diese Abbildung jetzt das Richtige. Sie bildet die Kartespalte auf die Sigma-Kartespalte der Einheitsmatrix ab. Das heißt also, wir haben genau diese Permutation in Spaltenschreibweise der Einheitsvektoren. Und auf der Basis können wir jetzt sehen, wie sich diese, wir haben ja jetzt zwei Verknüpfungen. Wir haben auf der einen Seite die Verknüpfung Komposition auf den Permutationen und auf der anderen Seite die Multiplikation von Matrizen. Und eigentlich sollte sich das miteinander vertragen. Und wir haben ja gesehen, es verträgt sich, wenn wir Darstellungsmatrizen haben. Genau das wollen wir jetzt hier wiederfinden. Das heißt, wir wollen wieder sehen, dass diese Identität gilt. Dass es egal ist, ob ich erst zwei Permutationen hintereinander ausführe und dann die Permutationsmatrix mir anschaue oder ich mir die einzelnen Permutationsmatrizen anschaue und die multipliziere. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie es hier vorgegeben ist. Überprüfen wir mal, ob diese Identität erfüllt ist. Wir schauen uns einfach an, wie die zugehörige Matrix hier aussieht, was die macht. Das machen wir dadurch, indem wir uns die Karte Spalte anschauen. Wir müssen uns also anschauen, worauf wir die Karte Spalte abgebildet. Das ist eben, wie wir gerade gesehen haben, die Spalte mit dem, die Einheits, die Einheit der Einheitsvektor mit dem Index Sigma Kringel Tau K. Also mit dem Index Tau von Sigma K. Gut, lösen wir einfach jetzt mal die erste Beziehung auf. Dann heißt das, das ist E Tau angewendet, ja auf was? Auf E Sigma K. Was ist aber jetzt E Sigma K? Das ist Groß E Sigma angewendet auf E K. Und wenn man jetzt vergleicht, steht das genau da. Diese Abbildung hier macht genau das Gleiche wie die Komposition der beiden Abbildungen E Tau und E Sigma auf den Einheitsvektoren und damit natürlich auch überall. Das heißt also, wir haben hier in dem Sinne so eine Verträglichkeit zwischen den beiden Strukturen. Ich habe auf der einen Seite die Multiplikation, auf der anderen Seite die Komposition. Hin und her gehe ich zwischen den Permutationen und den Matrizen, indem ich diese Permutationsmatrix zuordne. Und später werden wir sagen, sowas ist ein Gruppenhomomorphismus. Wir haben auf der einen Seite eben die symmetrische Gruppe und auf der anderen Seite die Gruppe GLNR, der invertierbaren Matrizen. So, schauen wir uns noch ein paar Eigenschaften jetzt der symmetrischen Matrizen an. Also, ich habe schon generell, und das ist einfach eine Folge, das ist jetzt nichts Spezielles, das ist einfach nur eine Folge dieser Verträglichkeit der Strukturen. Das gilt sozusagen immer, wenn ich so einen Gruppenhomomorphismus habe. Die
Die Permutationsmatrix, die dem neutralen Element zugeordnet ist, ist wieder das neutrale Element im Matrizenraum. Okay, das ist jetzt keine zu tiefe Erkenntnis, die hier steht. Mit der Upsala, das war ein bisschen zu schnell. Das ist eine Trivialität, aber das Nächste, das ist schon da nicht ganz so selbstverständlich. Wie sieht es denn mit der Permutationsmatrix, die der inversen Permutation, Sigma hoch minus 1, zugeordnet ist? Das muss aufgrund dieser Beziehung, das könnten wir jetzt auch nochmal aus dieser Beziehung nachrechnen, aber wie gesagt, das ist eine ganz generelle Geschichte, muss notwendigerweise die Inverse von E Sigma sein. Okay, so. Jetzt schauen wir uns mal an, wie weit sind wir jetzt? Jetzt haben wir also hier mit diesen Permutationsmatrizen natürlich invertierbare Matrizen. Was machen die denn so? Die vertauschen irgendwas, die verändern irgendwelche Reihenfolgen. Wie sieht es denn mit Längen aus? Was würden Sie erwarten? Würden Sie erwarten, dass die Längen festhalten oder dass die Längen verändern? Wie sieht es mit Skalarprodukten aus? Was ist von Ihrem Gefühl her für so wie diese geometrische Aktion, die wir jetzt hier haben? Bleiben Längen gleich oder bleiben nicht gleich? Wer ist der Meinung, dass Längen nicht gleich bleiben? Wer ist der Meinung, dass Längen gleich bleiben? Okay. Der Rest ist unentschieden. Was wäre also der Verdacht, welche Art von Matrizen haben wir also hier vor uns? Wie heißen diese Biester? Wie haben wir diese Matrizen genannt, die Längen erhalten? Ja. Bewegungen. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir noch den Nullpunkt fest auf Null abbilden, wo wir auf der Matrizenebene sind. Da hatten wir ursprünglich... beziehungsweise orthogonale Matrizen. Also wir würden erwarten, dass diese Matrizen tatsächlich orthogonal sind. Das heißt also, dass die Inversen dieser Matrix einfach die Transponierten der Matrizen sind. Rechnen wir das einfach mal nach. Das heißt, wir schauen uns einfach mal dieses Produkt an. E Sigma transponiert E Sigma. Das Ziel ist also zu zeigen, das ist die Einheitsmatrix. Das heißt, das Ziel ist zu zeigen, E Sigma transponiert ist die Inverse von E Sigma. Das machen wir dadurch, indem wir das IJ-Element uns anschauen, indem wir von rechts mit EJ und von links mit EI multiplizieren. Das können wir so umschreiben als Skalarprodukt der J-Spalte von E-Sigma mit der I-Spalte von E-Sigma. Diese Spalten haben wir inzwischen identifiziert. Das ist die der Sigma-Ite-Einheitsvektor und der Sigma-J-Einheitsvektor. Und da kommt eben eine 1 genau daran heraus, wenn Sigma I gleich Sigma J ist, das heißt genau dann, wenn I gleich J ist, das heißt hier steht die Einheitsmatrix. Das heißt, das hier gilt, beziehungsweise das hier gilt, die Inverse der Permutationsmatrix ist ihre Transponierte und gleichzeitig hatten wir auch schon gesehen, das ist die Permutationsmatrix zur Inversen. Das heißt also, wenn ich eine Permutation mit ihrer Inversen verwechsle, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich die Matrix aus Versehen durch ihre Transponierte hier austausche. Nur im Falle der Transposition passiert das nicht. Das heißt, im Falle der Transposition, dann geht die Identität weiter. Dann habe ich nicht nur diese Identität, sondern ich habe auch noch diese Identität. Das hatten wir schon gerade gesehen, dass bei der Transposition das hier gleich sein muss. Also bei der Transposition kann ich quasi nichts falsch machen, egal welchen Begriff ich anwende, ist immer wieder das Gleiche. Okay, ja, da müssen wir jetzt durch. Ich mag das mit den Permutationen auch nicht, weil die Gefahr, sich zu verhaspeln, doch immer gegeben ist. Gut, jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu ordnen im Sinne von einfachen Bausteinen. Und einen einfachen Baustein haben wir ja schon gesehen, das sind eben die Transpositionen. Es gibt noch einen anderen einfachen Baustein, das sind die sogenannten zyklischen Permutationen. Eine zyklische Permutation, die funktioniert so, es gibt
unter den, sagen wir, n zu permutierenden Elementen gibt es eine gewisse Auswahl, das kann auch ganz n sein, muss, oder auch nur eine Auswahl davon, sagen wir k Stück, sodass die folgende Beziehung besteht, das Element i1 wird auf i2 abgebildet und so weiter, bis man am Element ik angelangt und dies wird wieder zurück auf das Element i1 abgebildet. Oder anders gesagt, ich habe eine Teilmenge, die ist abgeschlossen bezüglich der Komposition. Und alle anderen, die bleiben da, wo sie sind. Alle anderen i ungleich dieser i1 bis ik werden festgelassen. Das heißt, ich kann das, was die Permutation macht, einfach dadurch notieren, indem ich diese Abfolge hier notiere. Dann weiß ich i1 auf i2, i2 auf i3 und so weiter. Jetzt kann ich dann natürlich auch zwei Zyklen mir anschauen und die könnte ich dann auch komponieren oder was auch immer damit machen. Und zwei Zyklen heißen elementfremd, wenn diese Zahlen oder die hier auftauchen, nichts zu tun haben mit den Zahlen, die in einem anderen Zyklus auftauchen. Schauen wir uns nochmal ein paar Beispiele an, weshalb die Zyklusschreibweise einfach ist oder die Sache vereinfacht. Wir haben schon gesehen, die Transpositionen sind besonders einfach. Das ist einfach so ein, das werden wir dann einen Zweierzyklus nennen. Also das ist die Länge des Zyklus. Das ist ein Zweierzyklus, das ist ein Dreier und das ist ein Zyklus der Länge n hier. Also das, die Transposition heißt k auf l, l auf k und der Rest bleibt wie er ist. Das zum Beispiel ist ein Dreierzyklus, 1 auf 2, 2 auf 3 und dann zurück 3 auf 1. Das ist auch ein Dreierzyklus, 1 auf 3, 3 auf 2 und 2 zurück auf 1. Und dieser Zyklus 1, 2 bis n ist einfach, alles geht 1 weiter, 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 4 und am Schluss muss ich zurückgehen. Wenn ich Zyklen, mit Zyklen lässt sich jetzt im Allgemeinen leichter rechnen als mit allgemeinen Permutationen. Wenn wir uns das mal an einem Beispiel anschauen, wenn ich zum Beispiel das Produkt dieser beiden Zyklen ausrechnen will. Sagen wir mal, auf der, die Gesamtmenge ist die Menge 1 bis 4. Also ich will ausrechnen, was ist Sigma 1 Kringel Sigma 2 für diese zwei Zyklen, 1, 2, 3 und 2, 3, 4. Ich fange mit 1 an. 1 geht, bleibt unter Sigma 2, wie es ist, und geht unter 1 auf die 2. Jetzt schaue ich mal nach, ob das sozusagen Teil eines Zyklus ist, ob das weitergeht. Das heißt, ich mache jetzt mit der 2 weiter. 2 geht hiervon auf die 3 und durch die 3 auf die 1. Aha, jetzt habe ich schon einen Zyklus gefunden, und zwar einen Zyklus der Länge 2. Das heißt sozusagen, Teil dieser neuen Abbildung ist dieser Zyklus der Länge 2. Und zwar völlig unabhängig, was der Rest macht. Die 2 sind ja mit sich selbst zufrieden. Jetzt gehen wir weiter, 3 geht hier auf die 4 und durch die 1 bleibt es, wo es ist. Machen wir wieder 4 weiter, 4 geht auf die 2 hier und die 2 auf die 3. Jetzt haben wir wieder einen Zyklus der Länge 2 gefunden. Das heißt, wir haben gesehen, dieses Produkt hier zerfällt in zwei Zyklen, in zwei einfachere Zyklen, nämlich einfach die beiden Transpositionen 1, 2 und 3, 4. Und wenn man hinschaut, dürfte man die auch vertauschen, was man ja normalerweise nicht darf. Aber hier haben einfach die Aktionen nichts miteinander zu tun. Ob ich erst 3 und 4 vertausche und dann 1 und 2 ist egal, oder ob ich erst 1 und 2 vertausche und dann 3 und 4. Man muss ein bisschen mit der Schreibweise aufpassen. Die Schreibweise ist nicht eindeutig. Ich kann natürlich jetzt diesen Zyklus hier, kann ich natürlich auch als LK schreiben. Oder diesen Zyklus kann ich auch als 3, 1, 2 oder 2, 3, 1 schreiben. Also diese Freiheiten habe ich immer. Oder ich muss die auch nicht in aufsteigender Reihenfolge anordnen. Okay, jetzt haben wir diesen Zusammenhang gesehen zwischen Permutationen auf der einen und Permutationsmatrizen auf der anderen Seite und Komposition von Permutationen und Produkt von Permutationsmatrizen auf der anderen Seite.
Das heißt also, wenn es mir jetzt gelingt, Permutationen in kleinere, handlichere Einheiten zu zerlegen, im Sinne der Komposition, zerlege ich damit gleichzeitig die Permutationsmatrizen. Und uns das mal anschauen, was das bedeutet. Das ist die erste, das ist jetzt dieser Satz, und den sollten wir mal zur Abwechslung auch noch beweisen können. Die Aussagen 1 und 2 sind jetzt zwei Seiten, zwei unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille. Entweder man sagt, eine Permutationsmatrix ist das Produkt einer gewissen Anzahl von Vertauschungen, von Transpositionen. Also insofern finden wir die Transposition als kleinste Bausteine. Oder aber man kann äquivalent sagen, eine Permutationsmatrix kann ich zerlegen in ein Produkt von Elementarmatrizen, die gerade diesen Transpositionen entsprechen. Das ist die Zerlegung in Transpositionen. Ich kann aber genauso gut in Zyklen zerlegen. Das sind eventuell ein bisschen größere Einheiten, wie wir gesehen haben. Das ist die nächste Aussage. Jede Permutation ist entweder ein Zyklus, okay, oder aber er lässt sich als das Produkt von Zyklen schreiben. Jetzt kann man sagen, na, was soll das? Das wissen wir ja schon. Wir können es ja insbesondere als Produkt von Transpositionen schreiben. Das sind Zyklen der Länge 2. Also was soll diese Aussage hier? Das Wesentliche ist dieser Zusatz elementfrei. Wenn ich eine Permutation zerlege in Transpositionen, dann werden im Allgemeinen diese Transpositionen nicht elementfrei sein. Aber wenn ich sozusagen mir erlaube oder zulasse, dass das sich zu größeren Zyklen agglomeriert, dann kann ich fordern, dass diese Zyklen elementfrei sind. Das ist die Aussage hier. Also ich kann das Sigma schreiben als das Produkt gewisser Zyklen, eines Zyklus hier der Länge Jetzt muss ich mit dem Längenbegriff mal aufpassen, damit ich das jetzt richtig verwende. Gehen wir mal zurück, wo die Länge eines Zyklus definiert wird. Die wird aber hier nicht definiert, oder wird die hier irgendwo definiert? Doch, ein Zyklus der Länge K. Also ein Zyklus der Länge K involviert K-Elemente. Das heißt also, wenn wir das jetzt hier so schreiben, dann involvieren wir hier Z1-Elemente. Das ist also hier ein Zyklus der Länge Z1. Das ist ein Zyklus der Länge Zr. Und natürlich die Gesamtheit der Zyklenlängen, das ist ja dann die Gesamtheit aller Elemente, die auftreten, das muss ich dann zu n addieren. Oder anders gesagt, die Zyklenindizes, die müssen eine disjunkte, diese Mengen hier müssen eine disjunkte Zerlegung der Menge 1 bis n ergeben. Wenn ich in einem Zyklus bin, kann ich den Zyklus immer in der Form schreiben. Das ist ja sozusagen die Natur des Zyklus. Das erste Element geht aufs zweite, das zweite geht aufs dritte, das dritte geht aufs vierte und dann das letzte geht wieder aufs erste zurück. Das heißt, ich kann die Zyklen immer schreiben als ein gewisses Startelement, Sigma davon, Sigma Quadrat davon und am Schluss steht hier Sigma hoch Länge hoch minus 1 von diesem Startelement. Okay, schauen wir uns das mal kurz an. Ich versuche mal, diesen Beweis so schmerzfrei wie möglich zu machen. Okay. Vielleicht beschreibe ich es nur in Worten. Aussage 1 und 2 haben wir ja schon gesehen. Das eine ist äquivalent zum anderen. Wir müssen uns nur um die eine Aussage kümmern. Und wenn wir uns zum Beispiel über die obige Aussage kümmern, dann ist das klar. Denn eine Permutationsmatrix, hatten wir ja gesehen, die entsteht dadurch, dass
Die können wir dadurch erzeugen, dass wir auf die Einheitsmatrix entsprechende Vertauschungen loslassen. Und das ist genau das, was jetzt hier dasteht. Wie können wir die zweite Geschichte erzeugen hier? Gehen wir mal davon aus, dass wir unsere allgemeine Permutation haben. Gehen wir mal davon aus, dass wir eine allgemeine Permutation haben und das haben wir es mal anders. Die Vorüberlegung ist die, wenn ich zwei Transpositionen habe, das heißt also eine, die sagen wir L und K vertauscht und eine, die M und P vertauscht. Und wenn diese beiden Transpositionen, diese beiden Zyklen der Länge 2 elementfremd sind, dann folgt natürlich daraus, Sigma Kringel Tau ist das gleiche wie Tau Kringel Sigma. Denn diese beiden Vertauschungsprozesse, die kommen sicher nicht in die Quere. Und alle anderen Indizes werden festgehalten. Das heißt also, solange ich eine Transposition habe, die elementfremd mit etwas anderem ist, kann ich sie vertauschen. Jetzt kann ich ja mal als erstes davon ausgehen, dass ich nach diesem Teil 1 des Satzes das Sigma schreiben kann in eine Zerlegung von Transpositionen. Sagen wir Km, Lm und dann runter bis K1, L1. Wie gesagt, wenn diese Transpositionen alle elementfremd wären, wäre ich fertig. Im Allgemeinen werden die das aber nicht sein. Aber ich kann ja dann sozusagen die suchen, die zusammenpassen, die also nicht elementfremd sind und die sich dementsprechend dann zu Zyklen größerer Länge zusammenfügen. Das heißt also, ich starte mal mit dieser Transposition hier. Solange die elementfremd mit der Nachbartransposition ist, das hatten wir gerade in der Vorüberlegung gesehen, kann ich sie vertauschen. Das kann ich so lange weitermachen, bis ich auf eine Transposition stoße, die nicht mehr elementfremd ist. Das heißt, die hat einen dieser beiden Elemente, Km oder Lm. Also die Prozedur ist, vertausche Sigma M Lm so lange nach rechts, bis sie, das ist es fast schon lyrisch, bis sie auf eine nicht elementfremde trifft. Oh Gott, das ist ja fast schon ein Liebesroman. Nicht elementfremde trifft. So, jetzt haben sie sich getroffen, die beiden. Jetzt kann das Happy End stattfinden. Jetzt bilden sie eine Familie. Das heißt also, sie haben jeweils ein Element gemein, das heißt, sie fügen sich zusammen zu einer zu einem Zyklus jetzt der Länge 3. Mit diesem Zyklus machen wir jetzt weiter. Entweder der Nachbar, wenn noch weitere Transpositionen rechts stehen, dann ist die gleiche Frage. Entweder sind wieder elementfremd, dann tauschen wir durch. Oder aber sie haben wieder ein Element gemeinsam, dann wird aus dieser Kleinfamilie eine Großfamilie. Dann haben wir einen Zyklus der Länge 4 und so geht das sukzessive durch, bis wir diesen Zyklus ganz nach rechts gebracht haben. Und alle anderen Transpositionen, die links davon stehen, sind elementfremd damit. Und dann machen wir diese Prozedur weiter mit dem Rest und auf diese Weise erreichen wir die Zerlegung in elementfremde Zyklen. Okay, machen wir damit für heute Schluss.